Das große Problem mit dem Fortnite Kreativmodus. Am 6. Dezember 2018 veröffentlichte Epic den Kreativmodus. Ein Modus, der uns die Möglichkeit geben sollte, eigene Maps zu bauen und mit seinen Freunden Spaß zu haben. Seit dem 1. März 2023 verdienen sich Creator mit Fortnite Maps eine goldene Nase und mehrere Millionen Dollar. Mit dem Launch von Creators Economy 2.0 begann eine neue Ära. Die Ära der Ausbeutung. Von diesem Tag an verdienen Creator Geld mit ihren Maps durch die Menge der Spieler und der Spieldauer. Um diese Werte hochzuhalten, versuchen Creator seither, die Spieler lange an die Map zu binden. Dies passiert durch zum Beispiel XP-Tresore, die sich nach einer gewissen Zeit öffnen und die Spieler belohnen, oder auch falschen Versprechen. Der bekannteste und aktuellste Fall ist eine der erfolgreichsten Maps im Fortnite-Kreativmodus, The Pit. Angeblich sollte man den Zeus-Blitz ins Inventar bekommen, wenn man die Map liked und favorisiert. Die Map wird so besser gerankt und macht mehr Geld. Dieser Betrugsversuch wurde nun seitens Epic unterbunden, aber der nächste wartet direkt um die Ecke. Derzeit geht eine Map viral, auf der man den Renegade Raider, Iconic oder Travis Scott Skin ausrüsten kann. Damit verstößt diese Map gegen die Richtlinien vom Partnerprogramm und dürfte so gar nicht existieren, tut es aber dennoch.